Ja, heute mal an einer Neubaustelle. Der Dachstuhl ist frisch montiert, gerichtet. Was schaue ich mir an? Zum einen die Befestigung der Unterkonstruktion, also der Fußfette auf dem Stahlbetondrempel. Das sieht wunderbar aus. Hier ist ein Klebeanker in etwa 70 cm Abstand. Und das Holz, das Fußholz ist hier montiert auf Montagehölzern. Darunter, das wird noch ausgemörtelt, unter das Holz kommt eine Pappe, damit der Mörtel mit dem Holz nicht in Berührung kommt. Die Verankerung der Fetten an der Fußfette sieht auch sehr gut aus. Sparren-Fettenanker, genügend Nägel drin. Der Sparren 6 auf 26. Das bietet genug Raum für die spätere Dämmung, die hier zwischenkommt. Und was man auch hier sehr schön sehen kann, das ist KVH-Holz, also kurze Stücke, die kalzinkt verleimt werden. Und das hat eine gute Qualität. Das heißt, das Holz kann sich nicht mehr verziehen, weil immer unterschiedliche Wuchsrichtungen zusammengeleimt werden. Und das macht hier insgesamt einen sehr guten Eindruck. Was man auch noch sehen kann, ist, dass die Gaubendecke aus Stahlbeton besteht, also die Stahlbetondecke wurde rausgezogen, sehr pfiffige Lösung. Also insgesamt macht das hier an der Baustelle einen sehr guten Eindruck.